Ah, du hast... Achso, du konntest ihn vermutlich looten. Wahrscheinlich muss man ihn looten. Man muss die looten. Okay. Hier sind, hier ist jetzt eine ganze Gruppe. Das ist gut. Okay, gut. Wie schnell die einfach... Nee, ich glaube... Nee, die Flügel nicht. Nee, das sind andere, oder? Das doch, die, die alle Aquaria-Typen. Hä? Achso, bei so, mir... Den sich... kann ich looten. Wir können abwechselnd looten. Ich glaube, müssen wir überhaupt looten? Ich habe gerade auch einen, ja, einen bekommen, obwohl ich nichts gelootet habe, glaube ich. Oder so. Keine Ahnung. Das war so ein Paket, ne? Ich habe gar nichts bekommen. Einer. Ich habe eine Rattenplünderung, müssen wir ja auch machen. Achso, die haben das auch. So, alle roten Punkte einfach niederschießen. Oder niederschlagen. Nein. Piu-piu. Jetzt gibt es keine roten Punkte mehr. In unserer Nähe. So schnell geht das. Hinterhaltbefehl? Hinterhaltbefehl, Hinterhaltbefehl. Ach so. Quest zum Ansehen, das ist eine Quest. Eine habt Quest durch den Gegenstand? Hier, wenn ihr den lootet, habt ihr den Hinterhaltbefehl erhalten. Ich kann ihn nicht looten. Du hast keinen Hinterhaltbefehl erhalten? Nein. Ich habe gerade ein Item bekommen, Hinterhaltbefehl. Ah, doch, ich hab auch Hinterhaltbefehl im Rucksack. Ah, jetzt kann ich ihn noch looten. Hä? Und jetzt habe ich Andulis erhalten. So, der Hinterhaltbefehl ist eine Quest, die man da kriegen konnte. Durch den Typen jetzt. Den du getötet hast, oder wie? Ja, wie heißt die Quest? Ich, warte. Keine Ahnung. Halten. Quest acquired. Ach, dieses Quest-Dings, da komme ich voll nicht klar. Ja, ist komisch. Ansonsten machen wir erstmal die anderen. Wahrscheinlich ist das so ein Random-Item, was die da droppen können. Für einen da Abfall. Ist wieder übrigens noch ein Typ mit noch einer neuen Quest, hier in der Mitte irgendwo. Stimmt. Ja, sonst nehmen wir die doch auch an, dann haben wir hier alle. Ja, okay. Können wir machen. Okay, ich hoffe, ich laufe in die falsche Richtung. Du holst den Waldaffen mit. Die klassischen Waldaffen. Ach, hinter dem Baum. Jamie, Ellen. Lydia. Ein verschwundener Ball. Alter Gummiball. Abschlussvoraussetzung. Oh Gott. Und woher hat sie 365 Gold? Ist das ein kleines Kind, oder? Ja. Das ja. Das zwischen Monstern sich rumwimmelt, so. Da kriegt man aber hier sind ganz viele rote Punkte. Hier kriegen wir alle irgendwas. Oh ja, das sind die Transporter, die anderen, die wir brauchen. Ach, die brauchen wir auch? Mhm. Fünf von denen. Wenigstens wird durch die roten Punkte alles angezeigt. Das ist, finde ich, ganz nett. Ehrlich gesagt fand ich das Quest-System und so von Neverwinter ein bisschen besser gemacht. Aber das Kampfsystem finde ich irgendwie trotzdem gelungen. Das Kampfsystem ist hier besser. Ja, finde ich auch gelungener als ja zum Beispiel, habe ich jetzt mal die Woche, der Doppelwoche bei Final Fantasy 14. Und da ist das Kampfsystem halt irgendwie so langweilig. Bei was? Bei Final Fantasy 14. Ach so. Aber da kannst du auch einmal springen, aber das bringt dir gar nichts, um irgendwo hinzugelangen. Und da vermisst du schon irgendwie so den Doppelsprung hier von Dragon's Profit. Ich loot gerade so ein paar grüne Sachen, ne? Weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Diese Teile da unten. Also diese grünen Sachen, ne? Ja. Ja, ist mir aufgefallen, aber ich will die nicht. Ich glaube, wir haben schon genug. Ich habe jetzt genug Pakete. Achso, ich habe. Ich habe einen Verteidigungsbefehl. Ah. Jetzt brauche ich nur noch eine Patrouillenroutenkarte. Auf der Karte kann man da nicht mal irgendwie den Leuten mitteilen, wo man hin muss, ne? Nee. Ist auch doof.
halt auch einiges einfacher machen. Es gibt eben auch, wie in MMOs, kann man, wenn man alleine ist, kann man auch eine Gruppenpinnwand, so eine Pinnwand machen. Ja, wir brauchen noch Leute, aber zu dumm, dass da niemand nachschaut, weil da eh so gut wie nie eine Gruppe sich anbietet. Oh Mann. Ich glaube, sowas ist auch alles bei Level technisch eher, wenn es höher ist, oder? Ja, Level 98 ist meistens da. Solche Leute werden da mehr drauf schauen, schätze ich mal. Ich glaube, Level 98 ist auch gerade das Höchstlevel. Also ich bin hier in dem Bereich fertig, es fehlt nur der Ball. Wenn ihr die große Karte seht, dann... Ja, da, ich bin noch in einem Kreis hier drin. In dem Kreis bin ich auch. In welchem Kreis? Aber da habe ich irgendwas da. Na gut, jetzt bin ich auch fertig. Antodid. Ich habe nur noch diesen gelben Kreis hier. Dieser gelbe Kreis ist für den Ball. Dass irgendwo in diesem ganzen Gebiet der Ball sich befindet. Das ist wunderschön. Jetzt ist die Frage, droppt das irgendein Gegner oder liegt der irgendwo rum? Da oben haben wir noch Bomb. Der hat noch ein Fragezeichen, vielleicht weiß der was. Sonst gehen wir zum Bomb. Und dann oben gibt es noch kleine Wolfsschwinge mit auch noch einer Quest, also gehen wir mal zu Bomb. Alles klar. Folget mir. Bomb. Hallo. Hi Bomb. Bomb tötet Bomb nicht, Apu. Bomb hat nichts Falsches getan. Ach, sowas ist Bomb. Bomb restet nur Kürbisse. Bomb, Abschluss Voraussetzung BIM. Was? Ich verstehe kein einziges Wort. Bruderrettung. Muss beruhigen, Apu. Da muss BIM. Rostkürbis. Apu. Alles klar. Und da oben ist BIM. Wo ist BIM? Oh, ach da. Und BIM findet den Ball. Wenn BIM Ball findet, dann ist Bomb glücklich und dann ist Kind glücklich. Nee, da ist BIM. BIM sieht irgendwie nicht so. Ich weiß. Wo ist BIM? Oh. Hier war BIM. Also hier, der kommt gleich sicher wieder. Warte, ich zähm den. Ich zähm den. Oh. Oh, hier warten ein paar mehr Leute auf BIM. Wahrscheinlich ist das. Ich hab BIM schon bekommen. Also er ist im Kürbisteil da. Hinter mir. Das? Da kommt er dann. Hallo BIM. Ich loote dich. BIM war in Kürbis. Muss ich jetzt nochmal ganz traurig. Ach, diesen Teil, den ich jetzt geholt habe, das ist auch der vom Anfangsgebiet, oder? Ich dachte, das wäre irgendeine weiterentwickelte Form. Jetzt warten wir, bis der letzte noch BIM kriegt, ne? Ich hab BIM. Ach, das BIM auch. Dann haben wir alle BIM. Ja, dann gehen wir zurück zu Bomben. Genau. BIM-Bomb. Geil ausgedacht eigentlich. Witzig. Dann erhalten wir Ball. Nicht genug Platz in eurem Rucksack. Ich hab's befürchtet. Bruderrettung, okay, ja. Alter Gummiball erhalten. Ach Mist, ich hab zu viele Herstellungsmaterialien. Kannst du mir welche geben? Sonst ja, du hast doch eine Bank. Ja, aber da muss ich jetzt auch wieder hin. Ich glaube, ich gehe da auch gleich nach diesem Gebiet hin, aber... 365 Gold von dem kleinen Mädchen für einen alten Gummiball. Ja, aber weißt nicht nur das einmal. Von jedem von uns. Ja, jetzt ja, und BIM sitzt da ja auch wieder neben Bomben, ist ja voll schön. Boah. Die beste Geschichte, die ich je gehört habe. Das ist so herzergreifend. Und das Kind hat jetzt 3 Bälle. Und kein Geld mehr, nehme ich an. Alles klar. Dann können wir ja nach oben rechts, dort ist auch noch eine Quest. Stimmt. Von Wolfsschwinge oder so. Wie schnell ist dein Rappel? Meine? Ja. Lauf 175, gleich 180. Das ist die gleiche wie beim Anfang. Ich dachte, das wäre ein anderer. Nee, 180 ist genauso schnell wie meiner. Ja, schon, aber ich glaube, das ist gerade das schnellste hier in unserem Gebiet zumindest. Kommt man denn da hoch? Ja, klar. Kann ich mir auch sein. Ach, der ist da oben? Ist das der gleiche? Nee, da unten. Das ist unten. Hey, ich will auch so einen. Ich will auch so einen. Warte kurz. Ich muss mir so einen Drachen holen. Oh, das ist sogar so eine. Wie wär's, wenn du 10-10 direkt neben mir? Oder? Nein. Okay, den töte ich mal kurz. Kupfererz! Yay! Nein!
Ich hab's auch noch gesehen, aber dachte, nee, komm, ich lass das mal. Oh, 6 Kupfererz, Mensch. Ich dachte, aber Kupfererz ist schon toll. Ist ja nicht so, dass manche Kupfererz brauchen, ne? Nee, gar nicht. Ja, aber der Drache sammelt's ja also. Jetzt brauchen wir den für den Drachen Eberfleisch. Haben alle die Quest? Ja, ich hab sie. Dann können wir ja jetzt die Schweinchen töten. Einen Moment, welche Quest? Welche? Von dem Typen da hinten, der kleinen Wolfsschwinge. Ich muss noch zu euch kommen, ich war gerade beschäftigt mit Drachenzähnen. Okay, ich so, hat's, dann warten hat's wir geklappt? Ich hab. Ja, es hat geklappt. Ich hab, glaube ich, den gleichen wie du. Ich hab ihn wieder freigelassen, ich hab keinen Platz mehr. Zu welchem? Aber ist trotzdem cool. Wobei, warte, ich zähm den nochmal. Ich zähm den mal. Muss ich da ein Problem weniger. Ja, dazwischen. Ah ja. Irgendwie ist das Drachenzähmen schon cool, aber auch irgendwie komisch. Eberfleisch, alles klar. Wo kriegen wir das her? Von den Ebern. Okay. Jetzt. Wie schnell die einfach. Hast du von dem gerade Fleisch genommen? Was? Hast du gerade von dem Fleisch bekommen eigentlich? Ja. Cool, ich auch. Da haben sie es mal. Ist plötzlich was freundlich geworden für Gruppen? Das wären echt. Hätten die echt super gemacht. Dann würden wir uns nicht mehr Sachen wegschnappen. Aber es ist ja noch eine Beta. Ja, klar. Ach doch. Ja, ich kann die auch looten. Weil. Boah, voll gut. Fleisch. Rucksack ist voll. Oh Mann, wie habe ich das Inventar nochmal geöffnet? Nicht unter I. Oh, ja. B für Inventar. Logisch, alles klar. Backpack. Okay, den kann ich irgendwie doch nicht looten. Ich habe jetzt genug Fleisch. Ich brauche noch 2. Eins. So, und noch ein. Ich auch. Cool. Wie kann ich die zersetzen jetzt, Sachen zum Beispiel? Wirst du eine Kleidung kaputt machen? Ja. Geh also dann unter Rucksack, gehst du dann unten links zur Extraktion, also unten rechts diese Teile da, nach links. Ja. Extraktion, siehst du das? Mhm. Und dann klickst du da drauf. Ja, aber jetzt steht hier Rucksack ist voll anscheinend. Ja, achso, ja, da kommen ja auch Items raus. Ja, okay. Oh, dann muss ich jetzt. Wolfsflügelkarte. Aber der Bank ist, glaube ich, nur in. Hier ist sie nicht, oder? Eine Bank hatte ich bis jetzt nur ganz am Startgebiet gefunden. Ist da eine? Im Anfangsgebiet, dort wo man startet, ist eine Bank. Okay. Dort bei dem, wo man die Gilde gründet. Das ist eine Bank. Ich glaube, ich werde da mal. Auktionshaus. Ich glaube, ich werde da mal kurz hinfliegen. Ich glaube, das ist nötig. Ah, du siehst da ja nur das LP mit. Verdammt. Die Taschen sind aber auch wirklich zu klein, finde ich. Und immer, sobald du 10 Level hast, werden die immer größer, also. Ich habe eigentlich, müsste einen Slot mehr haben als ihr. Aber das bringt dir auch nicht viel, wenn du wirklich dann wieder plötzlich so viele Quests hast. Sonst lass uns doch noch die Quest dort unten rechts machen, dann haben wir hier alles erledigt. Ja, dann gehen wir alle zusammen dabei hin. Oder so. Ja. Okay, dann machen wir noch. Aber warum habe ich immer noch diesen gelben Kreis hier? Ich habe auch noch rote Punkte, voll viele. Nehmen wir lieber denn den roten Kreis, die roten Kreise da. Ja, aber warum haben wir eigentlich noch den gelben? Ich weiß nicht, vielleicht wahrscheinlich irgendwas. Weil ich noch nicht fertig bin, glaube ich, oder? Nee. Das an mir liegen? Nee, ich glaube, das ist nicht so sozial, das Spiel. Wir sehen nicht, was die anderen brauchen. Musst du noch platt machen? Musst du noch mehr Schweine platt machen, oder was? Nee, die muss ich eigentlich nicht platt machen. Was musst du platt machen? Ich schau mal schnell. Wo sind deine roten Punkte? Blut. Siehst du rote Punkte in deinem Karten? Ja, ich sehe rote Punkte. Passing, Eberfleisch habe ich nur 3 von 5.
So, dann muss noch die Schweine platt machen. Ach so. Bei euch ging das aus irgendeinem Grund viel schneller. Vielleicht, weil ihr einige Level über mir seid. So, da ist ein Schwein. Da ist ein Schwein. Boah. Schwein, sterb. Ah, ist schon tot. Wie viel fehlt noch? Da sind noch zwei Schweine. Ich hab's schon. Okay, dann kannst du sie abgeben. So, dann können wir nicht weitermachen. Wir schreiben da die ganze Zeit so viel. Ich mach grad kurz was. Müsstet ihr jetzt auch im Chat sehen. Ja, die Gilde ist suchen nach neuen Mitgliedern. Schau doch mal vorbei, wenn du willst. Ach, wieder deine Werbung. Ja, klar. Muss sein. Die Gilde, die immer online ist, wo jedes Mitglied richtig aktiv ist und... Naja, unser Level 42 Mitglied ist so aktiv, da müsste ich schon überlegen, ob ich nicht den zum Gildenmeister mache. Dann kickt er uns. Das ist das Beste. Das wäre doch geil. Ich habe ja auch mal überlegt, ob wir nicht eigentlich zu früh eine Gilde gemacht haben und nicht vielleicht davor hätten eine Gilde beitreten können oder so eine andere. Mhm. Wo wir sicher jedes Mal rausgekickt worden wären, aber... Jetzt kommt Schmutzratte. Schmutzrattenblut. Hier unten gibt's aber keine neuen Quests. Nee, gut. Boah, ich bin so weit oben. So. Ich segle hier wieder mal lang. Stößt alle Töpfe um, was? Die sind sogar grün. Was? Die Brühe lebt. Und die Brühe ist wieder weg. Rucksack ist voll. Hast du ganz schön viel Mist. Ich werf mal ein paar Felsen weg. Wie das einfach so kommt. Ich habe im Rucksack so ein paar Felsen. Ich glaube, die kann ich wegtun, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Ich komme ganz langsam runter. Irgendwann. Jetzt kann ich wieder was wegwerfen. Dorangrasbüschel, ja, die gibt's überall. Ich glaube, die Dorangrasbüschel, die waren von irgendeiner Quest. Nee, die sind halt Herstellung, wenn du was kochen willst oder Alchemie oder so. Nein, du kannst. Bist du da? Achso, da. Ich komme gerade von ganz da oben. Achso, du hast den Gleitdrachen benutzt. Ja, das ist voll geil. Also wir müssen so Schmutzratten töten und Töpfe umstoßen. Alles klar. Also so das normale Abenteurerleben. Töpfe umschmeißen ist sehr böse. Ja, falls du dir nicht sicher bist, gegen wen du jetzt kämpfen musst, schlag einfach alles kurz und klein, was du siehst. Gut, das schaffe ich. Wie schmeiße ich die Töpfe um? Mit F, aber du darfst derzeit nicht angegriffen werden. Und da kommt ein Monster. Hä? Noch nicht. Hä? Ich glaube, da kommt was. Bis gerade eben kam das noch. Vielleicht lebt die Brühe mal mehr, mal weniger. Mal mehr gelungen, mal weniger. Ja. Obwohl die Frage ist, was ist gelungen, wenn es lebt oder wenn es nicht lebt? Naja, wenn du es essen willst, dann sollst du eher nicht leben. Oder doch? Hier ist wieder übrigens. Auf die Vorlieben, ne? Ja, klar. Wobei, ich glaube, diese übrige Brühe würde niemand gern essen. Hoffe ich zumindest. 15 Suppe. Hast du das duftende Suppe umgeschmissen? Ja, habe ich. So was macht man nicht. Tut mir leid.
Ah ne, ich brauch doch eine Schmutzkappe. Gut. Wie viel habt ihr schon so? Ich hab kein... Na, Ahnung. Ich hab auf jeden Fall noch keinen Topf umgehauen. Noch gar keinen? Nee, von den 5 Stück. Das ändere ich jetzt mit meiner Spitzhacke. Warum man die Spitzhacke ausgerechnet dafür benutzt? Ja, ich sag's mal so, es wäre komisch, die Axt dafür zu benutzen, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber die Axt, die ich gerade habe ausgerüstet, die habe ich selbst hergestellt mit so einem Waffenschmiedeteil da. Soll ich dieses lebende Teil auch noch töten? Wenn es dich angreift, wäre es empfehlenswert. Nee. Doch. Ich merke es schon. Ah, warum lebt die so? Was ich dann was ich irgendwie blöd finde, ist halt, wenn du gegen einen Gegner kämpfst und der Kampf verlagert sich immer so zu anderen Gegnern oder mit deinem Skill triffst du andere Gegner und dann ist halt immer. Immer Action. Massenkampf. Also, wenn wir das jetzt mal mit Neverwinter vergleichen zum Beispiel, finde ich, dass das Neverwinter insgesamt ein bisschen linearer ist. Du hast in Neverwinter mehr Überblick, aber die Welt ist einfach, weißt du, du reist mehr in andere Welten. Und die einzelnen Wände sind ziemlich klein, sag ich mal. Naja, zum Beispiel nur also kleine Städte oder klein, so, ja. Oder hier ein Dungeon und da hier. Hast du schon eine, da hast du schon eine Stadt auch als einzelne Ding vorbei. Ja, aber die ist ja auch nicht so groß, sagen wir mal, hier im Vergleich zu dem Gebiet, das du hier hast. Das ist schon. Aber ich finde es immer irgendwie blöd, wenn zwischen der Stadt und diesem Gebiet da draußen eine Ladezeit ist. Das stimmt, ja. Eben. Hast du in der letzten Zeit häufiger Neverwinter gespielt? Ja, Neverwinter bin was? Ich Level... Nicht Dragon's Prophet? 40 oder so. Was? In letzter Zeit nicht, aber lange bevor wir dieses Let's Play überhaupt angefangen noch haben. So. Ja, ja. Als ob ich Neverwinter spiele, während ich mit euch... ich hab keine Zeit für Dragon's Prophet. Ich muss meinen Neverwinter-Charakter leveln. Wenn ich schon Zeit hab, dann will ich schon mit euch trocken. Darum geht's ja nicht. Da ist eine Level 15 Rüstung. Aber deswegen vergleiche ich das mit Neverwinter. Ich kenne ja auch nicht so viele andere MMORPGs. So. Ja, ich bin nicht so normalerweise, aber ist ganz witzig, finde ich. Ich habe nur ein bisschen Herr der Ringe gespielt und länger World of Warcraft. Ich habe nur Free-to-Play-Sachen gespielt, also... Und dann natürlich noch LOL, ne? LOL. Metin 2, Last Chaos, was eigentlich... Nicht so toll ist, aber Last Chaos fand ich eben so toll, dass ich eben Heiler war und deswegen musste ich keine Heiltränke kaufen und deswegen konntest du alle deine Sachen verkaufen, weil Ausrüstung war eh immer die besser, die du gefunden hast. Und so hattest du irgendwie, sobald du Level 32 warst, hattest du schon irgendwie, warst du 55 Millionen schwer. Oh, Mann. Fand ich nicht schlecht. Das ist eigentlich ganz gut. Also ich hab's fertig. Ich auch. Was fehlt dir noch? Ich schau mal hier, warte. Du siehst ja, ob da rote oder gelbe Punkte da sind. Ja, das sind rote Punkte. Aber ich glaube, wir müssen hier auch irgendwas machen bei diesem Samos Zorn, weil ihr habt doch auch das Rätsel um Samos Schrein, oder? Das ist der gelbe große Kreis.